Marco, dieses Spiel gestern Abend wird man so lange nicht vergessen. Was sind deine Worte zu diesem Abend? Unfassbar und einfach nur ganz, ganz großes Lob an die Mannschaft. Was er da wieder runtergerissen hat nach so einem Rückstand, das ist phänomenal und das gibt es wirklich nicht jeden Tag. Und ich glaube auch, dass man da weitaus suchen muss, um so eine Mannschaft wieder zu finden. Nach 15 Minuten stand es 0-3, dann hat Trainer Achim Barlotzer die Mannschaft zusammengeholt. Was fielen da für Worte? Was habt ihr euch mitgegeben? Ja, einfach, dass wir jetzt bei 0-0 wieder anfangen, weil es bringt ja nichts. Wir mussten aufpassen, dass wir da nicht nochmal in Konter reingelaufen sind. Wobei das ja natürlich hätte noch passieren können. Es hätte auch noch 4-0, 5-0 fallen können. Da haben wir dann das Glück des Tüchtigen gehabt. Und dann haben wir uns einfach gesammelt und haben gesagt, wir geben nicht auf. Wir müssen einfach irgendwie ein Tor erzielen. Und das ist uns dann gelungen. Und ab da waren wir dann wieder voll im Spiel drin. Wie würdest du diese Mentalität der Mannschaft beschreiben? Das ist wirklich 0-3 und dann dreht man das noch in 4-3. Einfach nur geil. Macht einfach unheimlich viel Spaß, mit der Truppe zu arbeiten. Das sieht man im Training, das sieht man am Wochenende und wir stecken einfach nicht auf. Und das zeigen wir auch, wenn wir nur ein Gegentor bekommen, dann probieren wir sofort wieder nach vorne zu spielen. Und das zeichnet die Mannschaft einfach aus. Ich finde diesen Begriff Mentalitätsmonster einfach, der trifft es einfach auf den Punkt und es macht einfach nur unheimlich viel Spaß. Beim Tor zum 4-3, was hattest du für Bilder im Kopf? Ja, Bilder, keine, einfach nur Glücksgefühle, einfach nur geil, wie die Mannschaft da arbeitet und wie wir das dann erzwingen, zusammen mit unseren Fans zusammen, das muss man auch mal ganz klar so sagen, es war sensationell gestern, selbst noch um 0-3 haben sie uns angefeuert. Ich glaube auch, dass sie wissen, dass wir sowas einfach noch drehen können und an uns glauben und ist eine geile Einheit. Ja, und jetzt nach so einem Sieg, jetzt kann man guten Mutes nach Braunschweig fahren. Ja, das können wir. Leider ist wieder so eine lange Woche von Freitag bis Sonntag. Ich glaube, wir haben schon wieder alle Bock aufs nächste Spiel und freuen uns natürlich drauf.